Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Die meisten von uns, die mit Outlook arbeiten, arbeiten mit dem Exchange Server. Dieser Exchange Server verwendet einen sogenannten Exchange Cache Modus und ich möchte euch heute ein bisschen erklären, was die Vor- und Nachteile dieses Exchange Cache Modus sind, wie ihr ihn einstellt und wo ihr die Dateien findet, die im Zusammenhang mit dem Exchange Cache Modus erzeugt werden. Der Hauptvorteil des Exchange Cache Modus ist, dass die Daten des Exchange Servers auf euren Computer synchron kopiert werden, sodass ihr sie auch im Zugriff habt, wenn ihr mal keinen Zugriff auf den Exchange-Server habt. Also wenn ihr mit dem Notebook unterwegs seid, zum Beispiel im Flugzeug und keine Verbindung ins Internet habt, dann könnt ihr dort auch ganz normal mit euren Daten vom Exchange-Server arbeiten. Ein zweiter Vorteil ist, dass während des Arbeitens mit Outlook ihr einen Geschwindigkeitsvorteil dadurch habt, wobei ihr am Anfang beim Starten von Outlook manchmal eine leichte Verzögerung habt, bis ihr auf die Daten zugreifen könnt. Die Einstellungen für den Exchange Cache Modus findet ihr hier unter Datei, Kontoeinstellung, Kontoeinstellung. Dort findet ihr unter E-Mail euer Postfach und ihr seht hier, das liegt auf diesem Exchange Server. Wenn ihr jetzt auf Ändern geht, dann kommt ihr direkt in die Einstellungen für den Exchange Cache Modus. Und hier wird festgelegt, wie weit in die Vergangenheit eure E-Mails synchronisiert werden. Das heißt, wenn hier ein Jahr eingestellt ist, dann habt ihr alle E-Mails, die ein Jahr alt sind, bis zu ein Jahr alt sind, lokal auf eurem Rechner. Und man macht das deshalb nicht so, dass man das für alle einstellt, also für alle E-Mails, weil dann unter Umständen diese Datei, die dabei entsteht, das ist eine sogenannte OST-Datei, zu groß wird, sodass dann euer lokaler Rechner unter Umständen überlastet wird. Deshalb haben wir hier meistens eine Einstellung, das ist der Standard von einem Jahr. Über weitere Einstellungen unter Erweitert könnt ihr jetzt noch festlegen, ob der Exchange-Modus auch für freigegebene Ordner verwendet werden soll, also zum Beispiel für Gruppenordner, und ob öffentliche Ordner-Favoriten, also Favoriten, die ihr hier oben auf die öffentlichen Ordner eingestellt habt, ob die auch mit heruntergeladen werden sollen. Wenn das so eingestellt ist, wie ihr es braucht, könnt ihr mit OK bestätigen, hier auf Weitergehen und damit ist die Einstellung abgeschlossen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wo die Dateien abgelegt werden, die im Rahmen des Exchange Cache Modus erstellt werden, dann findet ihr das unter Datendateien. Hier seht ihr euer Postfach nochmal mit dem Speicherort und könnt hier direkt auf Dateispeicherort öffnen klicken und seht hier dann, dass es zwei Dateien gibt, nämlich einmal eine sogenannte OST-Datei, das sind eure persönlichen E-Mails, und eine NST-Datei, das sind die Gruppen-E-Mails. Ich schließe das wieder, schließe auch hier. Ja, ich hoffe, das hilft euch, den Exchange Cache Modus besser zu verstehen und Einstellungen, die ihr braucht, selber vorzunehmen. Wenn euch der Exchange Server noch mehr interessiert, dann schaut euch gerne auch das Video an, das ich dazu gemacht habe. Ansonsten hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Arno.